Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr seid in Form und ich habe hier ein paar Pakete mitgebracht von, dem World Cup Brasilien. Und wir reißen gleich mal den ersten Apparat auf. Gucken, was da so drin ist. Und zwar ist da drin die 47. Die 47 ist Robinho aus Brasilien. Dann kommt die 586, das ist Bugera. 599 ist Gilas. Dann kommt die 207. Oh, Papastopoulos aus Griechenland. Oh, die 13. Das sind 13. Teil vom Stadion. Und zwar ist das Cuiaba. So. Rucki-zucki geht das hier. Paket Nummer 2 mit der 427. Und das ist Palacio aus Argentinien. Dann kommt die 148. Und das ist Bravo aus Chile. 168 ist Nile, Australien. Ups, so rum. 191 ist Zungia aus Kolumbien. Und dann haben wir hier zuletzt den zweiten Teil von dem Stadion, das heißt Belo Horizonte. Ja, schöner Name für ein Stadion. Paket Nummer 3 mit der 417. Und das ist Fernandes aus Argentinien. Die 156 ist Pizarro aus Chile. Dann kommt die 91. Das ist Itandier, würde ich mal sagen. Dann kommt die 206. Das ist Torosides aus Griechenland. Die 366 ist Noboa. Damit ist das Päckchen auch schon wieder durch. Oh, ist ein Portugiese dabei. So, wer ist denn hier noch dabei? Die 533 zuerst mal. Und das ist Boye aus Ghana. Dann kommt die 393. Oh, das Honduras-Wappen. Überraschung. Okay, Honduras. 95. Das ist Bedimo aus Ghana. Dann kommt hier die 211 aus Griechenland. Das ist Hanolas. Und zum Schluss die 520. Das ist Carvalho aus Portugal. Okay, gucken, was wir hier noch drin haben als Überraschungspaket. Wir fangen an mit der 423. Und das ist Vanega aus Argentinien. Dann kommt die 160. Das ist Alter Falter. Wie heißt der Kollege? Bejosur aus Chile. Die 99 ist der nächste. Das ist Song aus Ghana, würde ich sagen. 236. Oh, Javinja aus der Elfenbeinküste, von der Elfenbeinküste, immer schon. Dann haben wir noch die 604, das ist russisch, denke ich. Akinfeev, das ist der letzte Kollege. Tja, da haben wir wieder 5 Pakete aufgerissen, Freunde. Und ich sage Tschüss und bis bald, macht's gut.